Ja, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Video. Heute gibt es das versprochene Video zu Notion und wie ich Notion im Unternehmen mittlerweile vielseitig einsetze. Und ich meine wirklich vielseitig. Und ich kann euch versprechen, das wird, glaube ich, einer meiner längsten Videos, weil ich Notion ja nicht nur als Projektmanagement-Tool, Redaktionsplan, sondern für viele, viele andere Dinge mittlerweile auch einsetze. Ganz wichtig an der Stelle, auch das ist mir durchaus bewusst. Notion ist für mich ein All-in-One-Tool, mit dem man unterschiedlichste Dinge bis zu einer gewissen Tiefe machen kann. Man kann nicht alles in Notion machen. Es ist nicht das perfekte Tool, sondern es ist ein Allrounder. Und wie das so ist, auch im Berufsleben, ein Allrounder ist eben kein Spezialist. Und so muss man Notion eben auch sehen und so muss man Notion auch einsetzen bzw. verstehen. Und vielleicht mal so ein bisschen was zur Entwicklung. Angefangen habe ich Notion als Ersatz für Evernote. Das heißt, als Ersatz für meine digitalen Notizen, für mein digitales Gehirn. Und mittlerweile nutze ich Notion nicht nur alleine, sondern auch bei mir im Team. Und ich möchte euch mit dem Video mal zeigen, wie vielseitig Notion mittlerweile einsetzbar ist. Und ich zeige euch immer wieder auch, wie ich Notion nutze. Und ich habe das in verschiedene Kategorien eingeteilt, damit ich nichts vergesse. Und ich möchte anfangen mit dem Thema Organisation. Und dazu switchen wir auf meinen Bildschirm erstmal. Und ich zeige euch das Thema Aufgabenmanagement beispielsweise. So, ihr seht hier mein Dashboard. Ja, das kann ich anlegen. Hier habe ich alles das, was ich brauche. Ich habe das jetzt mal bewusst leer gemacht für die Videoaufnahme, damit man da keine versteckten oder wichtigen Informationen findet. Denn es ist mittlerweile ja komplett in meinen Business, aber auch in meinen privaten Alltag eingetaucht. Also das gesamte Aufgabenmanagement ordne ich oder sortiere ich über mein Notion. Und ich habe das ja nach der Getting Things Done Methode aufgebaut. Ich zeige euch das kurz. Testaufgabe. Und dann gibt es hier, dann habe ich es noch nicht. Priorität ist bei mir immer 1, 2 oder wiederkehrend. Das heißt, ich organisiere meine wiederkehrenden Aufgaben dann entsprechend über den Status und hake die nicht ab, wenn ich sie erledigt habe, sondern ich terminiere sie mir entsprechend in die Zukunft, entweder eine Woche, Monat, wie auch immer, je nachdem, wie wiederkehrend die Aufgabe letztendlich umgesetzt werden soll. Ja, dann habe ich noch die verschiedenen Companies, die ich hier eintragen kann und was für eine Art von Kontext es ist. Das ist für meine Getting Things Done Methode wichtig. Ich habe mir die Aufgaben ja nach verschiedenen Kontexten sortiert. Wenn ich beispielsweise im Auto bin, dann rufe ich mir die ganzen Aufgaben, die ich heute zu erledigen habe, zum Thema Telefonieren einfach auf. Und dann kann ich die quasi abarbeiten, wenn ich die Zeit dazu habe. Und umgekehrt, wenn ich andere Dinge machen möchte, Finance oder sonst was, dann kann ich das ebenfalls danach sortieren und habe das dann sehr übersichtlich dann hier in der Nutzung. Dann habe ich noch die entsprechenden Abteilungen bei mir und habe dann noch verschiedene andere Dinge. Das lasse ich jetzt außen vor, sodass ich dann die Aufgabe für mich anlegen kann mit einem Due-Date. Die erscheint hier dann und wenn ich die erledigt habe, kann ich sie entsprechend abhaken. Dann, was ist noch? Ich habe nicht nur die Aufgaben, sondern auch meine gesamten Meetings habe ich entsprechend in einer Meeting-Übersicht quasi zusammengefasst und jedes Meeting bekommt eine eigene Aufgabe, ist in der Database hinterlegt, sodass ich also auch im Nachgang sehr schön filtern kann, wenn ich das möchte, aber auch auf der anderen Seite meine entsprechenden Informationen über das Meeting immer da. Und für bestimmte Meetings, das kann ich euch mal zeigen, habe ich verschiedene Templates. Einmal für ein Ad-Hoc-Meeting, für wenn ich mit dem Kollegen aus der Geschäftsleitung Meeting habe, Monatsmeeting im Sales, Customer Success Meeting und da sind unterschiedliche Dinge hinterlegt. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Da geht es dann um ein paar Dinge, so eine typische Agenda beziehungsweise dann auch Ziele, Gesprächsverlauf und so weiter und so fort. Das kann ich dann entsprechend nutzen. Ja, dann interne Schulungen. Dafür nutze ich es auch. Und zwar beispielsweise, wenn ich neue Mitarbeiter einarbeiten möchte. Das heißt, hier habe ich so eine Art
ja, Akademie, hätte ich jetzt bald gesagt, in Kombination mit Notion aufgebaut. Ihr seht das, das sind verschiedene Punkte, Einarbeitung in unser Tool, wenn ich das Ganze aufklappe, herzlich willkommen, die Werte des Unternehmens, Ansprechpartner, Struktur des Unternehmens, dann zu unseren Produkten ist hier alles entsprechend aufgezeigt, unser Tool, eine Linksammlung von SEO-Themen, Wettbewerber, Schulungsthemen, individuelle Termine und dann kann ich dann jeweils reingehen und habe das dann hier entsprechend ausformuliert mit Text, Videos. Ihr seht das. Also hier ist ein richtiges Portal entstanden, um neue Mitarbeiter zu schulen. Aber sowas kann man natürlich auch für bestehende Schulungen nutzen, also ein Art Schulungsportal aufbauen, was ich auch gerade parallel noch mache. Also auch da kann man Notion für nutzen. Dann nutze ich noch für die Ideenfindung, das heißt, wenn ich neue Ideen habe, habe ich einen eigenen Bereich, da kommen die einfach rein. Wenn ich das nicht weiter ausführen möchte, ist das einfach mal kurz entsprechend hinterlegt. Dann habe ich Notion auch eine Knowledge Base für mich entdeckt, beziehungsweise führe ich die schon länger. Einmal geschäftlich, einmal privat, habe ich dann verschiedene Bereiche. Meine private ist beispielsweise auch kombiniert so ein bisschen mit Unternehmertum. Da habe ich so eine gebaut, die ist noch nicht fertig. Da sind so ein paar private Dinge, aber auch ja, geschäftliche Dinge. Das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, das in der Tiefe zu zeigen, sondern einfach nur mal, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ich noch mache. Dann habe ich eine Projektverwaltung mir installiert und immer, wenn größere Projekte anfallen, dann kann ich darauf zurückgreifen und auf meine Projektdatenbank quasi zurückgreifen. Das sind sowohl private als auch geschäftliche Dinge drin. Ich habe jetzt erstmal mit die privaten einfach mal gefiltert, sodass ihr einfach seht, jedes Projekt hat dann noch einen eigenen Bereich, wo ich das dann wieder mit entsprechenden Stati versehen kann und nutzen kann. Tja, dann nutze ich Notion auch für die Organisation von meinen Softwarelizenzen. Das lasse ich jetzt mal weg, weil dann sieht man die sofort. Habe ich eine Database gebaut, wo ich meine Lizenzen für die unterschiedlichen Softwarelösungen, Tools, und da habe ich mittlerweile echt viele kleine Helferlein, die ich dann entsprechend dort in Übersicht habe, sodass ich dabei Bedarf auf die Lizenzschlüssel, Passwörter, was auch immer, zugreifen möchte. Und wenn ihr da an der Stelle vielleicht Bedenken habt, was die Sicherheit angeht, muss ich euch sagen, es gibt kein Tool, was 100% ist. Ich habe einen Passwortmanager zusätzlich, da sind die Passwörter auch nochmal drin, aber ansonsten vertraue ich da Notion mittlerweile wirklich sehr, sehr gut. Das ist, sind viele Dinge, die ich da einfach einsetze und von denen ich glaube, dass Notion da schon einen sehr, sehr guten Sicherheitsstandard hat. Und hoffe dann entsprechend, dass der auch weiter ausgebaut wird. So, das war das Thema Organisation. Jetzt kommen wir zum Thema Marketing. Da nutze ich Notion für unseren Redaktionsplan. Das heißt, ich habe mir eine Database aufgebaut, die dann den Redaktionsplan, die ich mit dem Team auch entsprechend bearbeite, auch umsetze, entsprechend zugreifen kann. Das heißt, neue redaktionelle Inhalte werden dort gepflegt, ob Messen, redaktionelles aus dem Blog, Fachbeiträge, Gastbeiträge, Podcasts, wo ich zu Gast bin, was auch immer, alles kommt da rein und wird entsprechend vom Team und mir dann gepflegt, entsprechend in einer Database. Wozu ich Notion auch noch nutze, ist, da switche ich gerade mal, und zwar für Prozesse. Das heißt, ich habe hier Prozesse und Spielregeln im Unternehmen. Da gibt es einen Public-Bereich und einen, der nur für Geschäftsleitung, also meinen Kollegen und mich, ist. Und der Public-Bereich ist dann für alle ersichtlich und kann entsprechend für die jeweiligen Dinge einfach ja, genutzt werden, wo dann die Schritte dokumentiert sind. Also was auch für neue Mitarbeiter sehr, sehr gut ist, dass sie einfach darauf zurückgreifen können und die Prozesse direkter verstehen. Das haben wir in den letzten Jahren sukzessive aufgebaut. Je größer das Unternehmen wird, desto mehr Prozesse, desto mehr Strukturen sind notwendig. Und gerade hier Prozesse zu dokumentieren, ist hier auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Was habe ich noch gemacht? Wir haben eine Influencer-Datenbank aufgebaut, weil wir für unseren Bereich auch verschiedene Influencer
suchen wollten. Das hat unsere Azubine gemacht und ich zeige euch das mal. Da gibt es dann ganz viele Informationen, Thema, Medium, wie die Reichweiten sind, sofern wir die haben, mit Links und allem, was dazugehört, Bemerkungen. Also wirklich alles, was wir erfassen wollen, ist da drin. Ihr seht, das ist eine ganze Menge und dafür nutzen wir das auch und aktualisieren die dann auch regelmäßig, um das zu nutzen. Dann habe ich verschiedene White Paper erstellt über die Jahre. Da habe ich verschiedene Übersichten in Notion gemacht. Einmal hier eine ganz klassische, es gibt aber auch dann eine White Paper Übersicht, die dann entsprechend das Cover noch beinhalten. So habe ich dann also auch hier dann direkt meine Sachen verfügbar. Und was Medien angeht, habe ich zusätzlich noch eine Medienbibliothek geschaffen, wo ich Fachartikel, Beiträge, White Paper, E-Books, die ich interessant und spannend finde, die für mein Business relevant sind, die habe ich in eine Medienbibliothek gepackt, mit dem Autor dahinter, mit einem Link, wenn es dann einen gibt, ein Buchcover, wenn es ein Amazon-Artikel ist, und habe die dann immer abgehakt, wenn ich sie gelesen habe, habe sie auch bewertet, sodass ich im Nachgang sehr schön sehen kann, wie oder welche Medien hier mir vielleicht entsprechend weiterhelfen. Gleiches gilt dann auch für einen Eventkalender. Das heißt, wir haben die Branchen-Events, die jetzt anstehen, haben wir entsprechend in einen Eventkalender gepackt. Für 21, 22 haben wir eine sehr schöne Übersicht, was kosten die Events, wo finden sie statt, was für Themenschwerpunkte gibt es. Also auch das habe ich alles in Notion quasi erfasst und ihr seht, wie mächtig Notion für mich im Unternehmen mittlerweile geworden ist. Gleiches gilt übrigens dann auch für Recherchen oder auch die gesamte Podcast-Orga, die ich mache, findet über Notion statt. Das heißt, ich habe hier meine Podcasts entsprechend drin und sehe hier alle meine Informationen, ob es ein Interview war, ein Deep Dive, zu welchem Thema, wer zu Gast war, wann die Podcast-Aufnahme umgesetzt wurde. Und gleiches gilt auch für Videos, auch da die Planung, das Scripting, findet alles in Notion statt. Und gleichzeitig auch, wenn Werbekunden in den Podcasts oder auch im Videobereich werben sollten, dann wird das in einer Werbeübersicht, in einer Database schön abgebildet, sodass ich dann auch hier dann die entsprechenden Connections mir einstellen kann. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. So. Nächster Bereich, verlassen wir Marketing, da sind übrigens auch Kampagnen im Redaktionsplan, da ist alles drin, ne? Facebook, alles. Kommen wir zum Customer Success Bereich. Hier geht es darum, ihr wisst, die meisten zumindest, die mir folgen, ich habe ein Software as a Service Unternehmen, bin geschäftsführender Gesellschafter bei PageRangers und wir haben eben eine Software Company, wo auch Kunden unser Tool eben entsprechend ja in einem Abo erwerben können, mieten können. Und da fallen natürlich immer mal wieder auch Bugs an, Feature-Requests, also Vorschläge von Kollegen. Und das habe ich dort abgebildet. Ja, auch eine Database, da kann ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht reingehen. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass da entsprechend der Feature-Request oder der Bug ist, der Kunde mit dem Link bei uns ins Tool, dann entsprechend die ausführliche Ausarbeitung mit Screenshots, Screencasts, je nachdem, was notwendig ist. Und habe dann die entsprechenden Filter, das eine Database auf Feature-Request, Bugs, und habe dann die Möglichkeit, das zu filtern und dass wir uns das entsprechend anschauen. Was wir ansonsten noch machen, wir bauen digitale Kundenakten. Wir haben auf der einen Seite ein CRM-System bei uns im System, aber im Customer Success greifen wir auf digitale Kundenakten zurück, die für jeden Kunden, der mit dem Customer Success in Berührung kommt, entsprechend installiert wird und dann in unser System quasi der Notion-Link hinzugefügt wird, weil es einfach viel einfacher ist, in Notion einen Onboarding-Plan mit den Templates zu bauen, Screenshots, da gibt es vorgefertigte Templates, das ist wunderbar, darauf greifen wir zurück und das funktioniert wunderbar. Genauso auch haben wir Templates gebaut. Templates, die wir verwenden in der Kundenkommunikation, auch da habe ich eine Database für aufgebaut und nutze die dann entsprechend, die werden dann vorgefertigt, geskriptet, kommen unter Umständen bei uns ins Tool rein, aber so habe ich die gesamte zentrale Struktur bei mir in Notion, kann über gewisse Filter mir entsprechend sehr schön das Template dann raussuchen und dann korrigieren, optimieren, was auch immer notwendig ist. Dann habe ich gesagt, Prozesse im Customer Success haben wir dort auch abgebildet und wir haben zum Beispiel eine Kündiger-Analyse aufgebaut.
Das heißt, wir analysieren die Historie nach bestimmten Kriterien. Die werden in Notion in der Database auch entsprechend ausgefüllt. Ich kann sie euch leider aus Datenschutzgründen nicht zeigen, deswegen berichte ich euch darüber. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die ich machen kann, beispielsweise dann, dass ich dann Analysen machen kann, Zufriedenheitsstudie, beziehungsweise wie lange ein Kunde in Tagen bei uns ist. Daraus kann ich mir dann in den Databases auch Mittel bauen, also den Durchschnitt. Also habe verschiedene Kriterien, warum der Kunde gekündigt hat, sodass ich dann also bei einer genaueren Analyse auf bestimmte Muster zurückgreifen kann, beziehungsweise die erkennen kann. Und dafür nutze ich ebenfalls Notion. Was wir dann gebaut haben, sind sogenannte Cases, haben wir die genannt. Und zwar gibt es bei uns im Kundenbereich ja, wir haben sehr, sehr viele Kunden und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und Herausforderungen, die man im Customer Success bedienen muss. Als Beispiel, ein absoluter Neuling, was Content oder SEO-Optimierung angeht, dem haben wir dann eine, ja nicht nur Beispiele in Form eines Fachartikels mit Bildern, Videos gezeigt, wie er quasi Inspiration bekommt für sich, für seinen Online-Shop als Beispiel. Und da gibt es eine entsprechende E-Mail-Strecke mit Templates, die kann man da anstoßen und kann auch auf das Material zurückgreifen aus der Medienbibliothek, wo wir eben verschiedene Medien bzw. verschiedene Themen in unterschiedlichen Medien ja haben und die quasi dort kumuliert für einen speziellen Fall werden. Das funktioniert hervorragend und auch dafür nutzen wir Notion. Und ihr werdet es nicht glauben, wir sind noch lange nicht am Ende. Deswegen habe ich gesagt, nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Keks. Es dauert noch. Wir kommen zum Sales-Bereich. Der Sales-Bereich ist bei mir ebenfalls ganz gut in Notion implementiert. Und zwar habe ich dort ein Sales-Dashboard aufgebaut, wo es verschiedene Hilfestellungen gibt. Einwandbehandlungen, Prozesse, Tipps und Tricks im Sales, dann Schulungsthemen, kann der Vertrieb dort entsprechend hinterlegen. Dann weiß ich direkt, da ist Schulungsbedarf, da wollen wir nochmal ran. Es gibt Akquise-Listen, die dort gebündelt sind, weil sie in unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung gestellt werden. Und dort ist der zentrale Bereich. Also es macht total Sinn, in diesem Sales-Dashboard zu arbeiten und die verschiedenen Funktionalitäten letztendlich zu nutzen. Gleichzeitig nutze ich Notion auch für die Zielvergabe der Vertriebler. Das heißt, wir haben einmal im Monat ein Zielgespräch bzw. Monatsmeeting und dann gibt es dann die Ziele für den kommenden Monat und die hinterlege ich in Notion, ebenfalls in einer Database. Ich kann sie euch leider ebenfalls nicht zeigen, aber es geht ja darum, dass ihr Inspiration bekommt, wie ich Notion nutze. Und dort habe ich dann entsprechend die Ziele immer pro Monat in der Database, dann von bis und dann den nächsten Eintrag und so habe ich dann eine sehr schöne Übersicht, wie die Entwicklung ist, lass mir das über Formeln ausrechnen, wie Zielerreichung in Prozent beispielsweise ist und. Da wird einiges hinterlegt, sodass ich da auch schöne Analysen machen kann. So, das zum Sales-Bereich. Wir gehen in den Finance-Bereich. Wir haben, ich habe es gesagt, viele, viele Kunden bei PageRangers und da gibt es immer mal wieder Rückfragen auf Finanzen, Rechnung nicht da oder eine Doppelüberweisung oder irgendwas hat nicht funktioniert, ist eine Mahnung raus. Auch das wird dort hinterlegt und dort werden die Fälle, die der Vertrieb oder Customer Success entsprechend annimmt und die ja einer Rückfrage bedarf mit mir, die werden dort hinterlegt. Da wird das entsprechend hinterlegt in der Database und dann können wir auch gegenseitig Kommentare reinschreiben, falls irgendetwas fehlt, falls noch was nachjustiert werden muss. Also auch dafür kann man Notion nutzen. Genauso auch, wenn Lastschriften sind, Kontrollen, wir haben da so ein System, was vieles automatisiert macht. Ansonsten wäre das in der Masse an Kunden, die wir haben, gar nicht realisierbar. Und da haben wir dann noch Affiliate-Partner, das Thema Lastschriften, wo ich Databases habe mit unterschiedlichen Filtern und kann dann eben entsprechend alles quasi für mich dokumentieren, was ich beispielsweise mit Affiliates gemacht habe, welche Auszahlung erfolgt ist, in welcher Höhe, auf welches Konto und so weiter. Das ist dort ebenfalls alles erfasst. Tja, kommen wir zum Personalbereich. Da habe ich eben euch schon das Einarbeitungsthema gezeigt, um neue Kollegen einzuarbeiten. Aber ich nutze es auch für den Recruiting-Prozess. Das heißt, das zeige ich euch mal kurz. So, da habe ich also erstmal den Bewerberüberblick. Da gehe ich mal kurz rein.
Da seht ihr, ich habe einfach mal einen willkürlich eingetragen. Da habe ich mein Template, was ich in meinen E-Mails verschicke, direkt hinterlegt und habe dann hier entsprechend den Status, ne, Telefontermin, beziehungsweise Hold, Vorstellungsgespräch vereinbart, erledigt, kam Feedback von uns, von ihm, von Bewerber, Bewerberin, für welche Position, den Lebenslauf habe ich hinterlegt, dann in den Kollegen hätte ich bereits gesagt, kann ich da noch rein, kann bestimmte Dinge hinterlegen, Gesprächsverlauf, habe hier alles drin, von wo er gekommen ist und dann habe ich die Möglichkeit natürlich auch eine Analyse zu machen im Nachgang, von welchen ob er eingestellt wurde oder nicht und von welchen Kanälen kam er. Also das gesamte Recruiting-Management in der Database hier entsprechend umgesetzt, funktioniert wunderbar und kann ich nur empfehlen. So, das war es noch lange nicht. Das heißt lange nicht, wir kommen schon langsam zum Ende, aber ich habe noch was. Und zwar nutze ich Notion ja mittlerweile auch privat, habe ich gesagt. Auch das möchte ich euch kurz zeigen, was ich da alles nutze. Und angefangen mit meiner Film- und Seriendatenbank, da gehe ich mal rein und zeige euch die, das ist meine Film- und Seriendatenbank, was schauen wir gerade, das Mädchen aus Oslo, gibt es dann auch im Nachgang eine Bewertung, eine kurze Summary, wo es Netflix, wo es ist, der Typ, ob Serie oder Film, ob es für Kinder oder für Erwachsene ist, ob ich es nicht zu Ende geschaut habe und habe dann verschiedene Filter, die ich dann entsprechend nutzen kann, ob zum Beispiel Film oder nach Bewertung, nach wie viel Sternen, auch immer hier, die ich noch nicht gesehen habe, die schreibe ich mir auf. Aktuelle und alte sehe ich jetzt zum Beispiel da. Mit Bewertung habe ich eine entsprechende Nutzung bzw. Filterung und so habe ich da eine schöne Film- und Seriendatenbank. Dann habe ich fürs Haus und für unsere Eigentumswohnung noch entsprechend einen Bereich geschaffen, wo alles hinterlegt ist, Mietverträge für unsere Mieter und so weiter und so fort. Urlaubsplanung, kompletter Urlaub in Notion geplant, in einer Database über Jahre schon, wo es hingeht, Land, Kosten, Adresse, da ist alles drin, Buchungsbestätigung, alles kommt da rein, weil ich unterwegs dann immer Zugriff darauf habe. Und so auch meine gesamte Urlaubsplanung mache. Und gleiches gilt auch für die Freizeitaktivitäten, beispielsweise E-Bike, Technik, der Pool, den wir im vorletzten Jahr umgesetzt haben, Filteranlage, alles was dazugehört, Bedienungsanleitung von Elektronikgeräten beispielsweise, Klassenkasse der Kinder, ich weiß nicht was alles. Also all das habe ich in Notion mittlerweile integriert. Ja, das war mal so der grobe Überblick. Verzeiht es mir, wenn ich euch nicht vieles zeigen konnte, aber darum ging es auch gar nicht. Sollte da mal Interesse bestehen, einzelne Bereiche genauer zu sehen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich da ein separates Video zu und nehme die Daten raus. Das wäre jetzt zu aufwendig gewesen, weil ich nahezu fast alles raus hätte nehmen können. Aber so kann ich das punktuell sehr schön machen. Also wenn euch da einzelne Bereiche interessieren, lasst es mich wissen. Notion ist also für mich mittlerweile im Business-Alltag so gut wie gar nicht mehr wegzudenken. Im Privaten, ja, habt ihr gesehen, sind ein paar Dinge, aber es wird immer mehr. Ich versuche immer mehr auch dort entsprechend zu implementieren, weil ich Notion immer dabei habe. Ich habe mein Smartphone immer dabei, ich habe meinen Computer nahezu immer dabei, außer ich bin mal im Urlaub. Dann habe ich auch vielleicht noch ein Tablet dabei. Also ich habe immer Zugriff auf die Daten, wenn ich es brauche. Und das Schöne ist, es verliert sich nichts. Ich habe eine Suchfunktion, die ist zwar noch optimierungsbedürftig, keine Volltextsuche, da hoffe ich noch drauf, dass man da so ein bisschen in die Evernote-Richtung geht, eine Volltextsuche implementiert, das wäre super. Und das würde ich mir auch wünschen, dass da jetzt in dem großen Feature-Update dieses Jahr die bessere Suche noch kommt. Aber auch in den verschiedenen Unternehmensbereichen bin ich jetzt viel strukturierter, viel besser organisiert, weil ich nicht mehr 100 Tools habe, sondern ich habe ein Tool, wo alles drin ist. Ja? Angefangen von meinen Projekten, Redaktionsplan, ich habe die Kanban-Lösung, ich habe verschiedene Views-Ansichten, die ich ja zur Verfügung habe, gerade so, wie ich es brauche, so, wie ich es möchte, ob eine Kalenderansicht, um auch zu schauen, oder eine Timeline, wie sich manche Projekte entwickeln, wo wir stehen, all das ist dort Notion abbildbar und nutze ich auch. Und von daher ist es ein ganz wichtiges Tool für mich geworden. Und das wollte ich euch ja mal zeigen, hatte ich euch versprochen. Und wie gesagt, wenn euch einzelne Bereiche interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich da ein ausführliches Video zu. Es ist so viel mittlerweile geworden. Ich habe euch noch gar nicht alles gezeigt, aber ich denke, das waren so die wichtigsten Dinge,
die gröbsten Dinge, die ich euch zeigen kann. Es gibt noch einiges mehr. Vielleicht mache ich auch noch einen zweiten Teil. Auch das bitte in die Kommentare, wenn euch das noch interessieren sollte. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wie nutzt ihr Notion mittlerweile? In welcher Tiefe? Das würde mich extrem interessieren und auch inspirieren vielleicht. Und ja, ich hoffe, dass ihr der Regel in die Kommentare was tippt und wie ihr Notion nutzt, für welche Zwecke. Auch wenn es nur für ein, zwei Bereiche sind, würde mich interessieren. Und ansonsten danke ich fürs Zusehen. Bis dahin.